Pokémon Booster werden nicht mehr so sein, wie sie einmal waren. Eine weitere Glurak-Karte kommt und alle Karten aus dem neuesten Set Triple Beat. Triple Beat im Japanischen und im deutschen Englischen wird das Ganze Paldea Evolved heißen. Wird wieder zahlreiche Illustration Rares als auch Secret Rares mit sich bringen. Und ich habe schon in der letzten TCG News Ausgabe euch einige Alt Arts gezeigt. Doch heute haben wir alle Karten und mein kleines Problem mit diesem Set. Aber darauf werde ich kommen, wenn ich mit den Karten durch bin. Wir haben jetzt zahlreiche schöne Scans von Pokebeach bekommen, wo wir auch schon sehen können, wie schön die Karten aussehen werden. Unterschiedliche Illustratoren haben immer wieder gemeistert und gezaubert. Und es gibt auch inzwischen eine Instagram-Page von Creatures, wo tatsächlich die Karten ohne Text und alles hochgeladen werden, was ich sehr, sehr geil finde. Könnt ihr auch gerne abchecken. Aber generell ist das eine sehr nice Sache hier. Die Sprigatito-Entwicklungsreihe ist so farbenfroh. Ich liebe es, muss man an der Stelle einfach mal sagen. Eine Karte, die wir noch gar nicht gesehen haben, ist Pyroleo. Pyroleo, mega gutes Pokémon. Und was man sagen muss, wenn man diese Karte sieht oder halt auch das Tauros hier. Die haben sich gut bedient am König der Löwen-Theme. Finde ich mega cool. Es sind auch, glaube ich, zwei unterschiedliche Illustratoren, die hier dran gearbeitet haben, aber die eine ähnliche Idee haben, die aufeinander aufbauend sind. Die ganzen Könige der Löwen, die hier unten sitzen und chillen, finde ich mega geil. Und ich glaube, wenn man die Karte in Real hat, sieht man auch einige Details, die man vielleicht so jetzt gerade nicht sehen kann. Wir haben ja auch Leufeo hier, kleine, und das ist einfach Zucker. Finde ich ein sehr, sehr schönes Artwork. Da bellt sogar der Hund draußen. Als nächstes haben wir die Fuikoko oder Krokel-Entwicklungslinie hier am Start. Mit der Einkaufsstory ist einfach phänomenal, brauche ich auch nichts zu sagen. Finde ich sogar besser als die Sprigatito. Auch wenn die hier sehr schön aussieht mit den ganzen Blumen, die auch sehr realistisch gezeichnet sind. Finde ich sehr, sehr geil. Carpador, absolutes Goat von dem guten Kanda hier. Mega geil mit dem Gyarados in the Back. Sehr, sehr geil. Und wenn wir die Kanda Artworks sehen, sehen wir da auf jeden Fall, der Mann, der bringt da einfach seinen Flow mit rein. Finde ich sau stark. Quaxly oder auch Quax hat hier auch sehr coole Illustration Rares bekommen. Die ganze Entwicklungsreihe durch, wie er erwachsen wird, mega geil. Traumagil, Tauros oder auch Feleno, einfach Zucker. Also was man sagen muss, die Illustration Rares sind und bleiben mega. Bei den Full Arts, Meowscarada, Scatterdurch und auch Quackravel haben wir hier am Start. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die stärkste von denen ist Meowscarada. Ist einfach schön kontrastreich, hebt sich gut vom Hintergrund ab. Danach Scatterdurch und danach Quackravel. Weiß ich nicht. Ich finde das cool, dass er irgendwie auf zwei Beinen steht, obwohl er eigentlich ein Vierbeiner ist. Aber irgendwie macht es doch was her, finde ich. Auch mit dem Vogel drauf. Und hier finde ich die Farben leider irgendwie, es geht sehr unter. Es geht irgendwie sehr unter mit dem Grün und dem Blau, weiß ich nicht. Mag ich nicht so gern. Also Meowscarada und Skeledurch, da auf jeden Fall sehr, sehr cool. Kann auch sein, dass natürlich die Struktur da auch noch einiges ausmachen wird. Dedenne, die einzige Ultra-Rare vom Terra-Typen, die wir bekommen von Typ Fee. Aber eine ganz coole Sache, die ich euch noch gleich ankündigen werde. Es gibt noch eine kleine Leak, sage ich mal, zu einem weiteren Terra-Type von einem Glurak. Werden wir noch zu kommen. Aber ja, pro Set wird es ein Terra-Pokémon geben, genauso wie es 5 SR-Rares geben wird. Das heißt, wir haben pro Set immer ein Terra-Pokémon und wir haben pro Set ebenfalls 5 Secret Rare Alt Arts. Was ganz cool ist, ich muss leider sagen, Psylord als auch Wolverock sind jetzt keine bahnbrechenden Full Arts, finde ich beide jetzt nicht so geil. Geben wir nicht so viel, das kann sehr cool aussehen mit dem Wellenmuster hier, yeah, und das kann auch hier vielleicht mit der Struktur ganz geil aussehen. Aber die Artworks der beiden Pokémon finde ich leider sehr langweilig, muss ich an der Stelle auch sagen. Full Arts, Dendra haben wir hier, dann haben wir noch den guten Clavel und dann haben wir noch Falkner. Was soll ich dazu sagen? Dendra sieht mega cool aus, schön farbenfroh, mag ich. Clavel als auch Falkner sind jetzt beide nicht so ultra spielstark, weiß ich nicht. Und irgendwie auch nicht so meine beiden Faves. Dendra finde ich da farbenfroh und das nicht, weil sie eine Waifu-Karte ist, sondern einfach wegen der Farben. Falls da draußen Falkner-Fans sind, finden die Karte bestimmt ganz cool. Ich kann jetzt damit nicht so viel anfangen. Boss's Order, wie auch schon im vorherigen Video gesagt. Boss's Order, einer der spielstärksten Supporterkarten, die es gibt. Ganz klare Sache, dass die auch eine Full Art bekommt mit den guten Getsis. Und meine Vermutung, dass wir zwei Full Art Trainer als auch drei Pokémon in Alt Rare bekommen, hat sich bestätigt. Denn wir bekommen ja die drei Starter als Alt Rare und wir bekommen Dendra als auch Getsis. Und Getsis kriegt hier definitiv den Spot über Clavel, obwohl Clavel ein neuer Charakter ist und daher vielleicht eher die Alt Art bekommen hätte sollen. Aber das Ding ist, Clavel ist halt nicht gut im TCG. Und was will Pokémon machen? Richtig, Pokémon will natürlich auch Karten verkaufen. Und
Bosses Order Getzes in Altart ist schon sehr saftig und sehr, sehr stark. Wir sehen hier den guten Getzesmann, die einzige Karte, die wir noch gar nicht gesehen haben, bei seinem Schachzug hier, also wirklich Schachzug sehen wir ja hier. Mega cool, ich kann mir vorstellen, dass das ultra geil aussehen wird. Finde ich jetzt nicht super stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fand ich einige Altarts im ersten Set, Karmesin als auch Purpur, sehr viel besser. Aber beschweren möchte ich mich nicht. Wir haben hier auf jeden Fall 5 wunderbare Altarts. Meowscarada da mein absoluter Favorite. Finde ich einfach schön gefeatured. Scaledurch ist ein bisschen klein geraten, was ich ein bisschen schade finde. Ein bisschen größer hätte der Karte ganz gut getan. Und Quackravel ist auch mega. Finde ich cool. Finde ich cool. Mag ich. Mag ich. Dendera brauchen wir nicht drüber reden. Ich mag die Fuller lieber als die Altart. Aber trotzdem für all die Waifu-Sammler definitiv ein Ding. Wir haben noch 3 Goldkarten im Set. Meowscarada, Scaledurch und Quackravel. Jeder bekommt eine Goldkarte. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir haben damals ein Jahr zuvor in Battle Legion hatten wir ein einziges Gold. Und das war Hisuian Abmurai. Warum man jetzt hier 3 bringt, weiß ich nicht so ganz. Es wirkt ein bisschen gespamme halt. Wir haben ja keine Rainbow-Version mehr. Dementsprechend will man natürlich die Pokémon öfter featuren. Aber du hast die Karten schon Altart. Gib doch dann wenigstens den Goldslot einem anderen Pokémon. Ist meine Meinung. Muss nicht jeder teilen. Kommen wir jetzt aber zur schlechteren Nachricht. Triple Beat ist unglaublich teuer. Corner hat schon angekündigt, dass die Displays über 120 Euro kosten werden im Japanischen. Und ich sage da von mir aus, ich werde davon Sachen öffnen. Ja. Solltet ihr davon Sachen öffnen? Nein. Ganz klare Empfehlung. Wartet da ab, bis ein Reprint kommt oder wartet da, bis das englische oder deutsche Set kommt, weil 130 Euro für ein japanisches Display ist sehr, sehr viel Geld. Klar kriegt ihr da mindestens eine Secret Rare und halt auch ganz viele Illustration Rares. Aber nur zum Sammeln ist das, finde ich, zu viel Geld. Dementsprechend chillt da eure Base und guckt da lieber die Videos, als da so viel Geld für ein Display auszugeben, was japanisch ist. Kommen wir zu den anderen News, die wir heute ebenfalls noch haben. Und ich bin ganz ehrlich, das hat mich sehr überrascht. Wenn wir uns das Ganze angucken, sehen wir hier ein Booster, was geöffnet wird. Und wir haben hier 2 Reverses immer im Booster plus eine Holo-Karte. Die Illustration Rares werden trotzdem auf dem Reverse-Slot bleiben. Das bleibt also, aber man hat so mehr in einem Booster. Und bevor Leute jetzt wieder sagen, ey, yo, das ist doch voll kacke, die Holo-Karten sind dann nichts mehr wert. Damals waren die Holo-Karten noch das Nonplusultra. Ich muss das jedes Video sagen, weil immer wieder kommen solche Kommentare. Die Holokarten sind heutzutage und die letzten 3 Generationen mit Schwert und Schild, Sonne, Mond und auch schon Schwarz und Weiß leider auch gar nichts mehr wert, außer die Karten sind spielstark. Und selbst ein spielstarkes Archeops kostet auch 1 Euro oder sowas, was für eine Holokarte nicht wirklich viel ist. Holokarten sind halt leider outclassed worden von den größeren Counterparts. Wir haben EXs, wir haben Illustration Rares, wir haben Full Arts, wir haben Alt Arts, wir haben alles, wir haben dies, wir haben das und jenes. Klar wäre es cool, wenn es so wie damals wäre, dass man nur Holos hat, aber let's be real. Solche Karten sind schon sehr, sehr viel cooler als einfache Holo-Karten. Und dass es die Karten überhaupt noch gibt, ist trotzdem eine coole Sache. Und ich glaube, man braucht sich nicht beschweren, wenn man trotzdem in jedem Pack eine Holo hat und für sein Geld trotzdem so etwas bekommt. Ich bin großer Fan von der Pack-Aufteilung, weil so viel teurer werden die Booster jetzt nicht unbedingt werden. Aber wir warten erstmal ab und ich bin sehr gehypt tatsächlich auf die ersten Booster, die ich von diesem Set öffnen kann. Die letzte News dreht sich um diesen kleinen Drachen. Und zwar haben wir Trademarks bekommen von zukünftigen Sets. Und auch schon einen kleinen Leak, würde ich an der Stelle sagen, dass ein Glurak vom Unlichttypen geprintet werden soll. In einem dieser Sets. Vom Terra-Typen. Und das ist erstmal sehr cool, weil das, glaube ich, eine meta-relevante Karte werden kann, wenn es ein Glurak ist, was Feuer- als auch Unlicht-Attacken hat, die eventuell Pokémon sehr effektiv treffen können. Weil das soll die Mechanik der Terra-Kristallisierung ja sein, im Spiel, dann halt auch im TCG, weil wir bisher ja nur Terra-Typen bekommen haben von Pokémon, die ihr eigenes Typing halt haben. Und ich glaube, dass das sehr viel machen kann, dass Pokémon so eventuell erstmal Glurak wieder pushen möchte. Und ja, es ist wieder Glurak. Pokémon ist ja nicht dumm. Die Leute kaufen ja trotzdem die Karten halt, ne? Aber ich selbst muss persönlich sagen, ich brauche kein neues Glurak. Ganz ehrlich, ich brauche es nicht. Ich hätte auch einen Tornupto gefeiert, ich hätte auch einen Logok gefeiert. Aber ja, Pokémon möchte Geld verdienen und das tun sie auch und auch mit dem Drachen. Ob wir dann Shiny Glurak eventuell bekommen, wie auch damals schon bei Dragon Frontiers, wo wir ein Unlicht Glurak hatten. Weiß man noch nicht. Wäre cool, ich würde es extrem feiern, wenn man das vielleicht so macht. Die normale Karte ist von Typ Unlicht. Und eventuell, die Full Art könnte eine Shiny-Version sein. Fingers crossed, wäre sehr, sehr crazy. Was haltet ihr von den News? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin raus, verabschiede mich und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao, ciao.